Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu LibGedeck, Spieleprogrammierung in Java für so ziemlich alles. Okay, heute geht es um die Kamera, das heißt wir brauchen hier oben zunächst einmal eine neue Kamera. Und was wir machen werden ist, wir werden eine Orthographic-Kamera benutzen. Ihr habt doch die Möglichkeit eine perspektivische Kamera zu benutzen. Orthografisch und perspektivisch einfach mal googeln, das sind einfach zwei verschiedene Sichten, wie man das Ganze so sieht. Bleibt dann im Prinzip euch überlassen, welche euch besser gefällt, also es gibt einen kleinen Unterschied, aber im Prinzip ist es wurscht, welche man benutzt. Wir werden jetzt hier, wie gesagt, einfach mal die Orthographic Camera benutzen und die nennen wir Camera, wie man Kamera irgendwie meistens nennen würde. Okay, gut, was wir dann als nächstes brauchen, ist die Initialisierung davon. Die packen wir wie gewohnt in unsere Create-Methode. Wir sagen einfach hier Camera ist gleich New Orthographic Camera und zwar packen wir hier sogar noch ein bisschen was rein. Dazu müssen wir den Viewport erstmal vernünftig berechnen und das tun wir, indem wir hier sagen, wir wollen erstmal, die Breite haben und die kriegen wir über gdx.graphics.getWidth. So, das ist die Breite, jetzt wollen wir genau dasselbe im Prinzip noch für die Höhe haben. Und dann können wir den Viewport berechnen, gdx.graphics.getHeight. So, und jetzt kann man hier drin den Viewport berechnen. Ihr könnt sehen, wenn ihr hier STRG-Leertaste drückt, wir brauchen erstmal die Viewport-Width und dann die Viewport-Height. Okay, wie kriegen wir die? Naja, ist eigentlich nicht so schwer. Viewport-Width setzen wir auf 1 und dann ist die Viewport-Height H durch W, also die Höhe durch die Breite. Gut, jetzt haben wir das, was wir brauchen. Jetzt müssen wir in der letzten Methode, in der Render-Methode müssen wir noch einfügen, dass wir das ganz gerne, hier oben am besten, dass wir das ganz gerne nach der Kamera zeichnen würden. Also aktuell wird es einfach die Kamera ignoriert. Wir sagen jetzt hier noch, okay, du benutzt bitte die Kamera und projizierst das alles so, dass es passt hin. Wie genau das funktioniert, das ist eine 4x4-Matrix, die wir hier erwarten. Da nehmen wir einfach Kamera.combined. Und was genau das alles ist, wie man diese Matrizen ausrechnet oder wie oder was, das müsst ihr absolut nicht verstehen. Das geht tief in die Mathematik rein. Das ist echt eklig, wirklich. Ich habe das gemacht. Okay, auf jeden Fall so einfach mal benutzen und dann habt ihr schon, was ihr braucht mit der Kamera. Gut, wenn wir das jetzt ausführen würden, dann sehen wir Folgendes. Ich zeige es euch einfach gerade mal kurz. Man sieht nämlich quasi gar nichts. Das ist einfach nur leer. Okay, was wir jetzt machen wollen, ist Folgendes. Wir wollen, dass die Kamera unserem kleinen Viech folgt. Also sozusagen, wenn wir uns bewegen, dann folgen wir mit der Kamera dem Viech. Aber Vorsicht, wir wollen nicht dem anderen Zeugs folgen. Also irgendwelche Hintergründe, Maps oder sowas. Der folgen wir dann nicht. Und deswegen setzen wir sozusagen die Kamera immer den Fokus auf uns als Person. Das wird jetzt nachher ein bisschen langweilig aussehen, weil der Hintergrund weiß ist, da sieht man nicht wirklich irgendwas dabei. Aber probiert es einfach mal bei euch aus, dann solltet ihr sehen, dass wir sozusagen unserem Viech folgen. Okay, und noch eine kleine Warnung, weil wir eben so hochauflösende Bilder hier haben, werden wir einen ziemlich krassen Zoom verwenden. Da müsst ihr dann wirklich schauen, ab wann seht ihr quasi euer Objekt. Okay. Wir wollen also zuerst mal von der Kamera die X-Position anpassen. Wir wollen ja sozusagen Position.x. Wir wollen sozusagen immer dem Viech folgen, also in unserem Fall dem Skelett. Das tun wir, indem wir sagen, okay, wir nehmen uns das Skelett, also Sprite, Punkt, und dann sagen wir get x hier. So. Und jetzt wollen wir nicht nur x von dem Ding nehmen, sondern wir wollen auch noch den Origin von ihm drauf addieren, sozusagen den Offset, dass wir ihn auch wirklich immer in der Mitte stehen haben. Das heißt, wir haben sprite.getOriginX, wo wir drauf addieren müssen. Selbes machen wir jetzt noch für y, kamera.position.y ist gleich sprite.getY plus sprite.getOriginY. So. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal angucken, dann werdet ihr sehen, was ich mit Zoom meine. Hier sehen wir, wir sehen immer noch nichts, okay. Dann müssen wir zuerst noch hier einen Kamera.Update reinhauen, damit wir überhaupt was sehen. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an, dann werdet ihr sehen, was ich mit dem Zoom meinte.
Okay, wir sehen das hier und wenn ich jetzt Angriff drücke, dann passiert das hier. Ihr seht, wir sehen wirklich hier, also wir können Pixel zählen. Wir haben wirklich hier, glaube ich, 5 oder 6 Pixel in der Breite und 5 oder 6 in der Höhe. Also wir sind wirklich extrem nah dran. Das Problem ist, dass wir jetzt direkt mit unserer Kamera auf unserem Sprite quasi liegen. Und deswegen zoomen wir jetzt ein bisschen raus. Aber ich würde euch empfehlen, nicht die Kameraposition Z zu setzen, sondern wirklich den Zoom von der Kamera zu benutzen. Also ihr könnt einfach, die Kamera ist quasi schon fertig für euch. Ihr könnt einfach von der Kamera den Zoom hier benutzen und das ist viel einfacher. In unserem Fall, je größer der Zoom übrigens, desto weiter weg gehen wir. Das ist ein bisschen verwirrend. Wir wollen einen tausendfachen Zoom. Das kommt ungefähr hin, habe ich vorhin mal ausgetestet. Das sieht dann in etwa so aus. So, und wenn ich jetzt anfange mit Laufen, ich laufe gerade, ja, ihr seht's, also es funktioniert übrigens jetzt auch mit dem links und rechts. Also, wenn ich laufe, passiert einfach gar nichts, weil wir keine Laufanimation haben. Aber theoretisch, wir sehen es an dem Flippen, funktioniert das Laufen. Bloß, dass sich unser Sprite nicht mehr bewegt. Das liegt daran, dass wir jetzt mit der Kamera unserem Sprite perfekt immer folgen. Das heißt, wir merken nichts davon. Angreifen können wir natürlich immer noch, funktioniert alles super. Aber wir folgen mit der Kamera unserem Sprite. Deswegen sehen wir nicht, ob wir uns jetzt gerade bewegt haben oder nicht. Ja. So viel zu dem Thema. Jetzt packt da noch ein paar Gegner rein und schon seid ihr sozusagen fertig. Funktioniert alles. So viel zur Kamera. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr könnt das Ganze jetzt natürlich auch mit den Tiled Maps und so weiter benutzen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.